Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Scrap the Sketch mit mir und der Steph vom Kanal Crafty Raven. Wir haben uns beide das Hip-Kit von August vorgenommen und einen Sketch von Coco Daisy. Ich habe hier die Papiere erstmal mir angeschaut und geguckt, welche ich benutzen möchte. Also ich habe eben nach zwei Papieren gesucht, die ich übereinander legen kann. Und das Papier mit den Wellen bot sich da an, weil diese Unterteilung, wie es auf dem Sketch zu sehen ist, schon gezeigt hat. Und dazu wollte ich dann ein Papier raussuchen, das aus dem ich den Kreis ausschneide. Ja, diese beiden Fotos sollen es sein. Ich habe nochmal nach anderen geguckt, aber ich werde die beiden nehmen. Auch wenn der Sketch jetzt drei Fotos vorgibt, aber ich habe keine gefunden, die ich ja auf die Größe zurechtschneiden könnte. Und deswegen nehme ich eben zwei Fotos, die etwa genauso viel Platz einnehmen wie auf dem Sketch die drei Fotos. Ja, dieses gemusterte Papier bot sich an, weil es so symmetrisch ist, also es ist von der Mitte aus in alle Richtungen gleich. Und ich habe hier meinen uralt Kreisschneider rausgekramt. Den habe ich vor etlichen Jahren mal bei Tchibo gekauft. Und ja, für solche einfachen Sachen benutze ich immer gerne diese kleinen Handgeräte, statt jetzt die Cameo anzuschmeißen und da irgendwie auszurechnen, wie groß der Kreis sein müsste, finde ich das so viel besser. Ja, ich bin da nicht so geübt drin, den habe ich bisher nicht so oft benutzt, aber ja, sieht man gleich, diese zwei, drei Schnitzer, die kann ich mit der Schere ganz gut ausgleichen und ja, der Kreis wird ja durch die Embellishments relativ gut verdeckt, die Ränder, deswegen war mir das jetzt egal, ob das hundertprozentig gerade ist. Ja, ich gucke hier zum Anfang immer noch sehr häufig auf den Sketch. Ich wollte mich sehr an den Sketch halten, weil er mir ganz gut gefallen hat. Komme da aber dann doch von ab, weil ich mich jetzt hier mit diesem Element, mit dieser Karte oder einem Tag oder halt was Eckigem hinter diesem Kreis total schwer tue und das lasse ich dann bleiben und gucke dann auch gar nicht weiter auf den Sketch. Ja, ich habe noch gedacht, vielleicht könnte ich die Fotos nochmal hinterlegen mit den Journaling-Karten, um praktisch nochmal eine Farbe irgendwie hinter die Fotos zu bringen. Aber letztendlich lasse ich so, dass es halt relativ soft ist, dass der Kreis eben nicht so besonders dolle heraussticht, sondern eher so ein, ja, so ein leichtes Element hinter den Fotos ist und mir praktisch für die Embellishments so ein Hintergrund. Zuerst dachte ich, ich mache sowas wie eine Wimpelkette unter die Fotos, also dass ich da die Sachen so aufreihe, aber das habe ich dann ganz schnell verworfen, weil nicht so viel Platz war. Ich wollte die Fotos aber auch nicht höher schieben, weil mir das so von der Optik her nicht so gut gefallen hat. Und ja, so jetzt entscheide ich mich gegen diese Journaling-Karten aus dem Project Life Kit und mache mich dran und suche mir Ephemera-Teile raus und Chipboard-Sticker und ja, schaue, was ich so gebrauchen kann von. Ich habe zum Anfang immer sehr große Schwierigkeiten, so ein Kit ja anzufangen, also anzubrechen sozusagen, weil also besonders in diesem Kit einfach so viel Zeug da ist. Ich möchte am liebsten von allem was benutzen, aber ich finde, das muss auch immer so gut gewählt sein, weil zu viel mag ich ja nicht auf Layouts. Also für mich stehen ja immer die
Bilder im Vordergrund und nicht die Embellishments. Und deshalb, fällt es mir am Anfang schwer, weil einfach so viel Material da ist, dann eine gute Auswahl zu treffen. Das sind Fotos aus dem letzten Jahr. Da waren wir im Harz wandern und ja, sie sitzen da gerade auf einem Stein und machen eine kleine Rast. Deswegen habe ich so ein bisschen florale Sachen rausgesucht, ein paar ja, Tiere, also Schmetterlinge und Vogel und embellische jetzt so in so um den Kreis herum. Also der Kreis gibt mir so ein bisschen die Vorlage. So, gibt mir so ein bisschen die Richtung vor. Ja, diese beiden Sticker fand ich total passend. Wie so Washi-Tape, ne? Oben drauf geklebt. Und ich fülle jetzt den Kreis oben herum und auch bei den Blumen werde ich noch was dazulegen. Und diese beiden Sachen, die Uhr und der Bilderrahmen, die finden noch neue Plätze. Ja, hier ist mein Layout schon so gut wie fertig. Ich habe, wie gesagt, den Kreis oben lang gefüllt und auch noch schwarz umrandet und habe hier gedacht, ich würde oben unter dem Journaling noch sowas wie ein Embellishment-Cluster setzen, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja, das ist mein fertiges Layout. Ich habe mich so gut wie gar nicht an den Sketch gehalten und den tatsächlich nur als grobe Inspiration genutzt. Hauptsächlich deshalb, weil ich so große Fotos nur hatte und die auch nicht kleiner schneiden wollte. Und daher war der Platz, der für die Fotos vorgesehen war, ja, der war relativ klein auf dem Sketch. Und ja, aber ansonsten, ich habe eben dieses den Kreis übernommen und eben die Platzierung der Fotos im unteren Drittel. Ja, und viele Cardstock, Ephemera, Chipboard-Sticker. Hier habe ich so diese Nuvo-Drops mal wieder rausgekramt, die aber so nach einer Weile nicht mehr so richtig gut zu funktionieren scheinen. Und eben die Sticker vom 12x6 Bogen oder 12x12 Bogen. Kleinen Enamel-Herzen von Amy Tangerine. Hier so ein Gold-Chipboard-Sticker. Und auch die durchsichtigen Sticker, diese Clear-Sticker. Ja, ich hoffe, mein Video gefällt euch und ihr geht jetzt rüber zur Steff. Oder wenn ihr von der Steff zu mir gekommen seid, dann herzlichen Dank dafür. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.